Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur vierten Folge von Cataclysm Classic. Ja, heute gibt es mal eine Neuerung, auch wenn schon wieder die Kamera ein bisschen wohl zeitverzögert ist, zumindest Bild und Ton habe ich immer so das Gefühl. Ich mag mich aber auch täuschen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil wenn ich die Quelle deaktiviere, will er erst nicht starten. Wenn ich sie dauerhaft im Hintergrund laufen lasse, die Kameraquelle, dann macht er mir ein Standbild, weil das kann OBS wohl nicht. Aber ich schalte mal um und ihr lasst euch überraschen und ich drücke ein paar Knöpfe in der Hoffnung, dass es funktioniert. So, er macht hier mal das Erfolgsfenster auf, so jetzt hoffe ich, ja, das hat funktioniert. So, ich bin nämlich jetzt hier unten rechts für euch in der Ecke zu sehen. Ich habe nämlich Nvidia Broadcast, der hätte ja auch früher mal drauf kommen können, mir installiert. Ja, ich hoffe, es ist nicht nur möglich mit Nvidia-Grafikkarten, ich weiß es nicht. Aber der rechnet digital ohne Greenscreen den Hintergrund weg. Er hat nur ein bisschen Probleme mit meinem Netz hier von meinem guten schwedischen Stuhl, weil das halt ein Gitternetzrücken hat. Das mag er nicht so hundertprozentig, deswegen kann es sein, dass ab und zu mal so ein bisschen was durchleuchtet, weil dann versucht er es wegzunehmen. Und ja, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, die Größe passt so ungefähr, dass ich nicht zu klein oder zu groß bin und auch nicht im Bild sitze. Einzigste Änderung, ich habe da oben die Karte jetzt hingeschoben, die Minimap. Ja, also sagt mir mal, ob das so für euch passt. Ich kann sie auch noch größer machen, falls sie zu klein ist. Warum sind die Koordinaten da jetzt drauf? Das braucht doch kein Mensch. Bitte aus. Die Uhrzeit kann aber auch weg. Die haben wir unten. Das verwirrt mich nur. Uhr. Bitte auch weg. Dankeschön. Das sieht doch schon besser aus. Aber ich würde auch mal sagen, ich mache sie trotzdem etwas größer. Mir ist das auch ein bisschen zu klein. Ich mache mal 1,05 anstatt 1. 1 ist ja der Standard. Der noch ein bisschen mehr in die Ecke. So. Also ja, ich finde es ganz cool. Ich hätte auch mal vor 100 Folgen drauf kommen können in mein Classic-Let's Play. das schoss mir gestern Nacht so ein. Man kann doch bestimmt irgendwie ohne Greenscreen quasi aufnehmen. Also, dass der Hintergrund verschwindet. Ich weiß, dass das geht. Ich habe mal geguckt, Plugin für OBS oder nicht. Und die einfachste Lösung ist Nvidia Broadcast. Runterladen, installieren, fertig. Man muss einmal nur bei den Kameraeinstellungen hier in OBS das mit auswählen. Anstatt seine Kamera wählt man das mit aus. Ich hänge jetzt hier unten über dem Titan-Panel. Hier seht ihr nur, hier ist nur Pratt aktiviert und die Uhrzeit. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ansonsten sagt es mir bitte, wenn ich mich ein Stück höher schieben soll und ihr hier in der Ecke die Uhrzeit lesen wollt. Ja, also das zur Neuerung für diese Folge und für alle kommenden Folgen, auch bei meinem anderen Paladin-Let's Play. Ja, finde ich geil. Hätte ich schon mal vor den Folgen drauf kommen können und mit Folge 1 so starten können. Aber okay, man lernt nie aus. Ich habe 10 Euro ausgegeben und habe mich umbenannt nach meinem peinlichen Schreibfehler, der mir nicht aufgefallen ist in der Charaktererstellung. Ich habe ja das N hier vor das D geschoben. Ich hoffe, ihr erkennt es. Hab mich ja total verschrieben. So ist mein Name richtig. Erdinger. Wie das Bier, nur mit anderen Umlauten davor. Darauf ein Prost. Aber heute nur Wasser. Ja, ansonsten, 4 Minuten sind schon rum. Daran denken, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sind Stand heute tolle 81 Abonnenten. Das schwankt im Moment ein bisschen. Wir waren schon 82, 83. Jetzt sind wir wieder 81. Das sind vermutlich irgendwelche Bots, die reinliken. Ja, kann man nichts dran ändern. Das ist nun mal so. Ja, gut. Wir haben hier viel zu tun. Deswegen will ich es auch nicht zu lang den Start hier werden lassen. Ich habe beim letzten Mal nicht so viel jetzt nebenbei hier noch erledigt. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch einen Haufen Quests abgeben. Und ja, hier nebenbei noch ein paar machen. Wie gesagt, die Blutelfen-Dokumente sind immer noch nicht gedroppt. Das ist ein Drop-Quest. Das wird wahrscheinlich auch, vielleicht nichts werden, dass wir da kein Glück haben.
Aber gut, da lassen wir uns dann einfach mal überraschen. Ob das da noch was wird. Ach, hier mein Tipp-Tag muss ich noch verschieben. Komme ich da in die Einstellung? Ja. Wie verschiebe ich den denn bitte? Oder mache ich das nicht hier, sondern in meinem anderen Add-on? Das war, ihr seht das nicht, da bin ich jetzt drüber. Gott, wie verschiebe ich denn Tipp-Tag? Enke, da ist der Enke. Den brauchen wir. Den mache ich den nämlich jetzt mal hier über meine Taschen mittig. Show. Hallo? Ach, den. Entschuldigung. So, jetzt müsste das einigermaßen passend sein, auch mit großen Texten. Also ich kann das wirklich da in den Rand schieben. Ich dachte, er macht das mittig. Tech Anchor. Dann mal hier so an den Rand, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Und dann sollte er es nach links skalieren, hoffe ich. Zumindest scheint er es so zu machen. Gut, ich soll hier irgendwas abgeben können, aber hier ist doch nichts. Sprecht mit bei der Zuwacht. Das ist aber nicht der Zuwacht. Okay. Schön, Questi, dass du mir das hier irgendwo anzeigst, wo wieder keiner ist. Gut, dann hau ich jetzt lieber ab und gehe wieder zum Ankerplatz. Sieh mal, dass wir so aggro sind, obwohl ich Level 10 bin. Also ja, so ungewohnt, dass hier deutsche Server sind. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Jetzt habe ich so viele Folgen wieder mit meinem Paladin aufgenommen. Und die Classic-Server sind ja englischsprachige Server. Dann immer erstmal so eine Umstellung, hier wieder Deutsch lesen zu können. Gut, wie gesagt, ich wollte eigentlich ohne Aufnahme jetzt hier auch die Quest schon abgegeben haben. Und dort hinten starten, ich weiß, ich habe es jetzt erstmal nicht gemacht. Ist hoffentlich nicht so dramatisch. Jetzt muss ich mich da erstmal gewöhnen, dass ich oben rechts hingucken muss zur Karte. So, dann seid ihr jetzt halt einfach mal mit dabei. Die Mitteilung des Verräters. Okay. Quest beenden. Quest beenden. Kriegsherr Sissis. Hör doch auf zu quasseln. Ich will das Quest dann nehmen. Sowas nervt. Und Stufe 11. Bist du bald mal fertig? Stufe 11. Dieses Erlernen drücken, das ist so peinlich, ne? Und warum das alles so klein ist. Ich weiß nicht, was ich verkehrt gemacht habe, dass das so mini-skaliert ist. Die sind immer noch nicht fertig. Ja, ich würde gerne das Haupt... wie sagt man? Das Haupt-UI größer haben, aber irgendwie geht das nicht. Also die ganzen Fenster hier. Es geht bestimmt, aber fragt mich nicht. Zumindest die Talente sind viel zu klein. Aber ich habe keine Lust, ein Talente-Add-on mir zu installieren. Also verzeiht mir, wenn ihr das schlecht lesen könnt. Ich gebe mir Mühe, so viel wie möglich vorzulesen. So, hat sie denn jetzt mal fertig? Dieses Gequassel hier. Ja, danke. Ich will doch nur den Kriegsherrn töten. Er wird wahrscheinlich in der nahegelegenen Höhle sein. Teilung des Verräters soll hinter mir sein? Also der geht hier auf und ab. Okay, da muss ich wirklich mal Robo-Ingenieur. Ich glaube, der war hier wirklich auf und abgehend, ne? Okay, der geht hier am Strand hin und her. Ich weiß, wer gemeint ist. Ach, da hinten ist er. Also der hat diesen Anliegeplatz hier. Verraten. Ja, ich möchte dich töten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Braucht ihr Hilfe? Nee, ich will dich töten. Kann ich euch helfen? Dass sie immer so viel sammeln müssen, ne? Na, endlich. Sollte jetzt ja keine Herausforderung sein. Und tschüss.
Gut, das ging fix. So, Kriegsheer. Er ist in der Höhle, wie vermutet. Das Licht sei mit euch. Ah. Seid vorsichtig. So, was habe ich denn? Ich habe eigentlich Waffenhand. Also den Aschebechers Fleischklopfer. Ich bin mir nicht sicher, mit was man nachher so alles hier am besten gewappnet ist. Da müsst ihr mir mal Tipps und Tricks irgendwie da lassen. Ja, ja. Wie arschig hier so ein Feuer sein kann in Kataklysm, das ist schon hart. Also lasst mir gerne Tipps und Tricks zum Schamanen da. Weil alles weiß ich eh aus dem Kopf nicht. Dafür habe ich zu wenig in Schamanen getwinkt. Wie gesagt, da brauche ich gerne mal eure Hilfe in den Kommentaren dann. Ist auch eh zu früh wahrscheinlich, ne? Also wenn dann maximal eh erst irgendwie ab Stufe 30 vielleicht, dass das wichtig wird, was ich hier mache. Ne? Also selbst in den kleinen Instanzen wird das nicht ganz so dramatisch sein. Aber auf jeden Fall werden wir noch ein bisschen was machen müssen. Weil ich denke, ich werde nicht ewig mit Schild und Einhand rumlaufen als Elementarschamane. Ja, weiß ich nicht, was sie so benutzen. Ja, wie gesagt, wenn wir so gen 30 mal irgendwann kommen, dann werde ich mir wahrscheinlich auch mal einen Schaman-Guide reinziehen für Cataclysm. Dass ich da dann mal ein bisschen schaue, was skill ich am besten. Also jetzt mache ich so frei Schnauze erstmal. Und was brauche ich? Für Equipment ist eigentlich klar, denke ich. Irgendwas mit Intelligenz, also ein bisschen für Mana und Ausdauer. Also Int-Ausdauer wahrscheinlich. Vielleicht auch ein bisschen Willenskraft, keine Ahnung. Gibt es das überhaupt noch? Ja, Shade steht hier zumindest. Also die drei Werte definitiv. Sind ja auch grün hinterlegt. Und den Rest gucken wir einfach mal. Das werden wir schon rausfinden. So, jetzt werden wir erstmal in die Höhle laufen. Dann gehen wir zum Hilferuf. Das ist ja wahrscheinlich die erste Begleitquest. Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Und dann drückt einfach mal die Daumen, dass ich nicht allzu tief in die Höhle rein muss. Ja, umso schneller geht's. Ja, ich bin zu fett, um da durchzupassen. Boah. Wie peinlich. So, also, die geht Zeit in Höhle. Let's fetz. Das sollte jetzt nicht so das Problem werden, da wir ja schon so langsam overpowered sind. So eine Kupferader drüber, die ich benötigen kann. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Mana verballer, weil ich habe zurzeit ja, noch kein Mana-Zeug dabei. Weil man in Klassik halt so schnell regeneriert, dass das zumindest bis Stufe 10 sehr kontraproduktiv ist. Ich weiß, dass ich hier runter muss. Oder hinten lang. Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. War das da hinten durch? Oder hinten lang? Also ich habe es ein paar Mal gemacht. Hat das so ein Backhauer? Der hat sich die Frage eh gerade erledigt. Das Kupfervorkommen haben die hier versteckt auf der Zwischenebene. Das brauche ich. So. Dann muss ich nämlich eigentlich irgendwie nach hier hinten. Eigentlich ein bisschen schade, dass die nur Level 8 und 7 sind. So, ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Da auch wieder, ne, meine Standard-Blizzard-Bitte. Wo ist die Höhlenkarte? Ich meine, selbst in Cataclysm wäre das jetzt nicht so das Problem. Oh, ich habe schon wieder V gedrückt. Ich glaube, ich gehe falsch rum. Ja, hier ist der Rückweg.
Ach Mann, ich und Orientierung in Höhlen, ne? Also selbst in Kataklysm, gibt uns doch mal eine Höhlenkarte. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Darunter, darunter. Ach, da ist er ja. Dich brauche ich. Friss mein Blitzschild. Da ist ja noch ein Kupfer versteckt. Das nehme ich auch noch mit. Also, er hat noch Muscheln. Dann hoffe ich mal, dass ich mich hier ein bisschen durchglitschen kann. Ich möchte das Kupfer da hinten in der Ecke haben. Das ist ungewohnt, dass ich nur einmal anklicken brauche. Zack, schon gesammelt. Oh. Ramponierte Truhe, immer gerne mitnehmen. Kettenhose, Quellwasser, Leinenstoff. Ah, unser erster. Sogar unser erster. Nee, noch nicht unser erster. Hatten schon ein paar. Jupp. Oh, Stoffhandschuhe. Ich kann Leder tragen, Schwerrüstung. Nee, danke. Einmal den. Und wenn ich es eben noch nicht erwähnt habe, mal es nochmal. Wer hier auf dem gleichen Server ist, Firewood. Nee, Everlook, Entschuldigung. Nicht verwechseln. Everlook. Ich könnte ein paar Taschen gebrauchen. Also, es wäre sehr, sehr freundlich von euch. Wer hier auch bei Everlook dabei ist, unter dem Namen Ehre-Dinger, schickt mir gerne Taschen, weil das könnte anstrengend werden hier. Ich habe die Tasche im Kopf. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. So, so ist besser, ne? Also wie gesagt, lasst mir gerne Kommentare da, ob ich hier in der Ecke sitzen bleiben soll, ob ich mich da oben hinflatschen soll, wo die Karte ist. Dann fehlt mal der Unterleib. Es ist halt immer ein bisschen angenehmer, wenn man hier unten am Bildschirmrand sitzt. Ich finde das ein bisschen netter, als wenn ich so freischwebend in der Luft hänge. Weiß nicht, wie ihr das seht. Huch. Aber wie gesagt, lasst gerne eure Meinung da, wo ich mich hier am besten platzieren soll. Kann auch in die andere Ecke gehen, aber dann muss ich mir halt einfach nur hier spiegeln. Man sieht die Logos falsch rum. Aber wie gesagt, das überlasse ich euch. Was euch lieber ist. Ah, weggekrittet. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wie gesagt, einmal eine Etage höher war auch noch Kupfer zu sehen. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe Hunger. Ja, ich hatte schon Frühstück, aber irgendwie ist heute so. Fressflash. Komme ich überhaupt hoch? Ah, ich glaube nicht. Kann ich mich hochglitschen? Ein bisschen. Oh ja. Ha! Kann doch noch was. Doch, ne, ich hoffe mal verloren. Wie gesagt, früher war ich da echt gut drin, mich überall hin zu glitschen. Vor allem Klassik und PC. Ja. Da habe ich alles Mögliche entdeckt in Azeroth. Alles, was hier so gibt, einmal überall gewesen, lang gelaufen, hochgelaufen. In Hial gewesen bin ich. Gibt es auch ein Video auf meinem Channel? Sucht mal sinnlos nach Azeroth. Sinnlos in? Sinnlos in Azeroth, glaube ich. Wie gesagt, ein paar Videos müssten noch drin sein von mir. Die sind schlecht gealtert, gebe ich zu. Die sind aus dem Jahre 2006, 2007, so Pi mal Daumen. Ganz genau weiß ich das leider nicht mehr. Ist mit Gamecam damals aufgenommen worden. Stabiles Programm hat sich natürlich irgendwann durch die Updates ein Wasserzeichen reingemogelt, was man nicht ändern konnte, weil es gab einfach damals keine andere Technik. Also man war froh, wenn man einen Flachbildschirm hatte. Das war schon das höchste der Gefühle. Und ich hatte eine Radeon. Nee, da war das schon. Das war noch danach. Was ich davor hatte, weiß ich nicht. Gute Frage, was ich für eine Grafikkarte drin hatte. Ich weiß, dass ich später. In meiner Zivi-Zeit habe ich eine HD 5800 von Radeon drin. Ich hoffe, sie heißt auch so oder hieß auch so.
Aber was ich davor hatte, ich weiß, dass ich mir da einen Rechner gekauft habe, aber das andere war ja noch davor. Ich weiß nicht, was ich davor für eine Grafikkarte drin hatte. Ja, wie gesagt, sucht mal auf meinem Channel Sinnlos in Azeroth, meine Videoreihe. So, kommst du mit oder nicht? Kriegst auch ein Mönchchen, kleine Elfe. Willst in die Richtung? Ach Gott. Ach, du willst zu Megwin. Du bist Megwin, du willst zu dem anderen hin. Alles klar. Und natürlich geht sie querfeldein. Gut, ja, ich glaube, damit können wir leben. Kann ich eigentlich schon Muschelfleisch? Natürlich nicht. Das werde ich vielleicht mit Glück in der Exo da kriegen. Da werden wir eh noch einen Rundlauf machen müssen. Wenn es soweit ist. Aber das hier könnte länger dauern. Leider Gottes. Warum immer sie durch die Moonkins durchrennen möchte. Geh doch mal bitte rechts lang, da wäre noch eine Kupferader für mich. Madame. Natürlich nicht. Ich ahne Böses. Ja, ich sollte eigentlich nichts pullen. Da ich das ja schon Level 11 bin. Level 10 sollst du eigentlich auch nichts an die Backe kriegen. Es sei denn, hier spawnt jetzt irgendwas. Warum hat die 0,25 irgendwas Prozent höheres Gehtempo als ich? Das ist doch gemein. Boah, die haut im Gehen ab. So, der hier könnte jetzt, genau, dazukommen. Ich mache eh mehr Aggro als die Kleine. So, weiter geht's. Mit einmal quer über die Insel. Ich dachte, ich muss sie irgendwie zur Azurwacht bringen oder so, dass wir hier rüberschwimmen. Irgendwas spawnt, dann bist du doch auf einmal ein Druide, verwandelst dich in die Katze und los geht's. Aber nee, stimmt. Sie muss ja zu dem anderen Typen zurück. Helft mir, du hast den angegriffen. Was mit dir nicht richtig? Da rennt die zur Eule hin und schreit, helft mir. Du bist doch dahin gerannt. Lass die Eule doch in Ruhe. Mein Inventar ist gleich voll, Madame. Ich hab keinen Platz mehr. Kann ich die anderen Dinger hier machen? Da. Gott, 8 Stück. Braucht man für eine Statue. Nicht weglaufen. Ich behaupte mal, die Eule da vorne machen wir als nächstes. Kupferader. Warum ist hier eine Kupferader? Ah, Blatt vor dem Auge. Einen Stoff. Ich bin mal gespannt, wie schnell hier so die Berufe gehen. Also ich fühle mich ja echt super mit meinem Paladin. Schon so weit zu sein mit Stufe 38. Ja, hier ist halt ein Kristall durchs Haus geflogen. Hättest du halt eine Kristall-Dachschadenversicherung haben müssen. Das kann schon mal vorkommen. Das passiert den besten Lachtelfen. Tut mir leid, ja, es war mein Volk daran schuld. Hasse mich bitte nicht. So gut, die Eule werden wir wahrscheinlich auch machen müssen. Warte, mache ich sie. Die hat mich geaggrot, weil sie Level 9 ist. Kleines Ei. Ja, ich weiß, dass ich volle Taschen habe. Müsste der Tipps anzeigen. Die lässt uns in Ruhe, die Eule. Okay. Nee, doch nicht. Ah, jetzt läufst du hin. Merkwürdig. Hui. Das ging fix. Schon ungewohnt, dass ich nichts buffen kann. Ich weiß gar nicht, ob Schamanen Buffs kriegen, naja. Ich wollte es mal behaupten, aber sicher bin ich mir nicht. Ob Schamanen irgendwelche Buffs gekriegt haben mit Kataklysm.
So, macht es dann Sinn? Ja, ich denke schon, einen Ruhestein zu benutzen. Dann gehe ich erstmal zur Azurwacht, muss wieder runter. Dann müssen wir nach oben. Also ja, ich mag das Stadtgebiet der Drainer, ich mag es schon sehr, aber dass es doch mit so viel Laufen verbunden ist, hätte ich nicht gedacht. Das hatte ich mir nicht mehr in Erinnerung. Und wir sind erstmal nur auf der Azurmythos. Wir müssen hier auch noch hoch. Und da sind noch mehr Laufwege. Es wird da nicht besser werden. Und wir werden hier auch ungefähr bis Stufe 20 verbringen. So, er ist wieder glücklich. Und wir kriegen Stoff am Schienen. Na geil. Brauche Leder, du Trottel. Ja, danke, danke. Habe ich gerne gemacht. Scheint keine Folgequest zu geben. Und tschüss. Zip. Wieder da. So, einmal hier um die Ecke. Gab's was Neues? Ich habe eh kein Geld. Nicht aufgeben. Nee. Quests abgeschlossen. Der erste, in Anführungszeichen, erste Erfolg. Stimmt nicht ganz. Aber 50 Quests abgeschlossen ist doch schon mal was. So, wo muss ich denn, wo war denn noch? Ach, hier. Ich muss ein bisschen Kupfer verhüten. Und dann baue ich irgendwo Handwerkswaren. Na, reicht das bis 50? Nee, fehlt mir leider noch ein Stück. Mit 50 kann ich mich updaten. 48 leider. So, ich habe kein Juwelierset. Gott, was bin ich für ein schlechter Juwelier. Ingenieurlehre. Heute mischt waren. Erste Hilfe ist noch nicht so weit. Etwas dabei, was euch gefällt? Nee, nicht wirklich. Zwei Eier kann ich machen. Und beim anderen fehlt mir das Rezept. Kochen 40. Lehre für einen Beruf. Nee. Juwelierset. Gott, ist das teuer. Du musst dahin. Erstmal verkaufen, das brauche ich nicht. Weg. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Gut, jetzt kann ich das Fenster aufmachen. Oh, erstmal habe ich feiner Draht. Bevor ich das andere mache. Solange das noch nicht grün ist. Machen wir erstmal das. Ich würde behaupten, das wird mit 40 grün. Nee, noch nicht. Dann kann ich 4 Kupferringe machen. Gut, 44. Und dann, wo war mir hier mein Lehrer irgendwo? Oh, ich muss bei dem Allgemeinen hin, ne? Ja. Für Juwelierkunst. Ab 50 natürlich erst. Herzlichen Dank auch. Ja, und alles andere wahrscheinlich erst in der Hauptstadt. Kann ich hier noch irgendwo reparieren? Wo war das denn? Ich glaube nicht so wichtig, wa? Na gut, gehen wir wieder zu dir. Kaufen, handeln. Ich möchte das loswerden. Gut, dann einmal wieder nach da unten. Nach zurück, hätte ich fast gesagt. Ah, da ist die erste halbe Stunde schon wieder rum. Warum? Ich möchte nicht nach Sparta. Du mich auch.
Stellt euch doch wenigstens mal bei mir vor, per Whisper oder so, bevor ihr mich spontan einladet. Ich weiß, es gibt Goodies, wenn man in der Gilde ist. Wurde ja mit Kataklysm quasi neu eingeführt, aber... Wer nennt seine Gilde bitte mit irgendwelchen Algostrophnymen, irgendwas Dingern über den Buchstaben spart da? Also, nee, danke. Ah, ich finde das so geil, dass ich da unten jetzt in der Ecke hänge. Ich werde doch noch zum Profi. Nein, eigentlich nicht. Dafür ist das hier zu viel Klamauk. Aber ich finde es trotzdem cool, dass das so funktioniert. Ich hätte es mir ein bisschen schwerer vorgestellt, irgendwie das mit OBS zu integrieren, aber dass es so einfach ist, hätte ich auch mal vorher drauf kommen können. Aber wie gesagt, ich habe das ständig wieder vergessen und gestern fiel mir das so, wie, ne, wie man sagt, die Schuppen von meinen nicht vorhandenen Haaren. Ja toll, Kettenfüße, die ich anlegen darf. Ping, Level 12. Kann ich jeder wenigstens rappen? Forscherliga. Gemischt waren. Ja, hier kann ich das. Wie geht's? Also, wer kennt Schmied? Entschuldigung. Also, hier gibt nichts zu reparieren. Auch gut. Okay, dann haben wir die Quests hier unten erledigt. Fragt mich nicht, was mit dem jungen Drenai ist. Wo ich das Quest herbekomme, weiß ich nicht. Sprech mit Exarch Menalios bei der Zuwacht. Ja, toll. Da ist aber nichts zum Sprechen. Wer weiß, wer weiß. Und das andere ist ein Drop-Quest, was aber noch woanders... Und der junge Drenai kann auch woanders sein. Jetzt sehe ich das gerade. Also es sind Drop-Quests, die wir wahrscheinlich noch bekommen werden. Gut. Wickt euch die Fille, den Helden. Ja, gut, das ist noch nicht dran. Erstmal zum Schamanenlehrer wieder vorbeilaufen. Huh. Ja, viel, viel zu tun, aber es lichtet sich so langsam. Wie gesagt, hier oben Tanru-Feste jetzt auf jeden Fall noch. Murlocs. Irgendwelche Bälge sammeln. Wahrscheinlich von Furbolgs. Mal gucken. Und ja, es wäre schön, wenn wir ein Reittier haben, aber ich bin der Meinung, Stufe 20. Sollte es soweit sein. So, wo jetzt... da warst du. Und weiß gar nicht mehr, wo man nachher den Shopper herkriegt. Aber ich glaube, das ist eine bestimmte Anzahl an Reittieren. Reinigen, reinigt das feindliche Ziel und dann zieht ihm einmütig magisch. Und dafür gebe ich keine neuen Silber aus. Totem der Flammzunge. Die Zaubermacht natürlich. Auch 9 Silber. Geister ahnen. Habe ich das nicht schon? Also es ist, ja. Gut, Reppen, Resen nehme ich mit. Den Rest ist mir zu teuer. Und mit Geister ahnen kann ich einen wiederbeleben. Und ja, das Zauberbuch schreit einen ständig an. Ne? Sucht einen Lehrer auf. Ja, wenn du mir das Geld dafür geben würdest, sehr gerne. Aber 9 Silber für so einen dusseligen Zauber, der mir nicht viel nutzt. Nee, danke. Ich habe doch 2 Totems, reicht erstmal. Und da es wahrscheinlich auch zu einem Feuertotem hier dazu zählt, kann ich eh da nur auf der Reihe hier entweder oder auswählen. Behaupte ich einfach mal. Ich bin jetzt noch nicht so drin im Schamanen-Game. Gut, so, auf in den Norden und dann gucken wir mal. Aber ich glaube, die Furburgs sind doch uns jetzt nett gesonnen, oder? Müssen wir sie bekämpfen? Gucken wir mal. Weil warum sollte hier an so einem Tanru-Fest ein Quest sein? Ich habe es leider nicht mehr im Hinterkopf, ob wir jetzt Furburgs bekämpfen oder uns mit ihnen anfreunden werden. Mal schauen. Aber ansonsten, wie gesagt, das Gebiet hier ist echt schön stimmig. Hat eine coole Atmosphäre auf jeden Fall. Wie gesagt, egal ob wir Männlein oder Weiblein jetzt drin spielt.
Mir macht es auf jeden Fall Spaß, das Stadtgebiet der Draenei, auch die Draenei an sich. Ja, wir sind dicke Klötze, wenn man männlichen spielt. Also männlich-weiblich gibt es ja nicht mehr, Körperform 1, Körperform 2. Es wird ja neutralisiert, was jetzt nicht schlimm ist, mich stört es nicht. Ne? Ja, gucken wir mal. Ah, gut, also die Fuhrbox scheint nett zu sein. Dann nehmen wir mal die Quests an. So, Biester der Apokalypse. Und ich möchte kein Lederer werden, aber cool, dass du es kannst. Ja, 8 Bälge. Richtung Osten. Okay, gut. Oh Gott, bist du klein. Und Säcke von den Murlocs klauen. Auch das kriegen wir hin. Da hinten gibt es Handwerkswaren. Hat der noch was Schönes? Könnte noch ein Kochrezept gebrauchen. Sieht nicht so aus. Schade. So, die Höhle müssen wir, glaube ich, nachher rein. Als quasi Endquest. Es sei denn, du bist das jetzt hier, der Oberhäuptling. Gibt uns das vielleicht. Quest beenden. Nee. Ist uns noch nicht wohlgesonnen. So, und dann haben wir hier noch einmal einen Händler. Ah, nichts dabei. Schade. Gut, dann wie befohlen. Gehen wir nach Osten. Und gucken, ob wir auch diesen jungen Draenei da irgendwie finden. Was Questi auch immer von mir will. Bin mir da nicht so sicher. Hallo Katze. Ich brauch dich nicht. Ich suche hier irgend so einen Draenei. In klein. Hier scheint auch keiner zu sein. Tja, also das muss ich mir wahrscheinlich nochmal dann raussuchen, wo diese Quests sind hier mit dem Blutelfen und dem jungen Draenei. Aber wir wollen es ja auch nicht verpassen. So, hier sind die Mobs. Achso, eine Felssetzer sind das. Alles klar, jetzt weiß ich's. Dann weiß ich, was gemeint ist. Benny Crusade Vibes. Schlüssel für den Käfig. Okay. Warum muss ich den Käfig öffnen? Okay, da war der erste Balk. Was soll ich mit dem Schlüssel machen? Ui. Das ging fix. Ah, meine Debuffs sind da oben. Ach nö. Ja, wie gesagt, das Update für Cataclysm
hat mir meine Dinger jetzt zerschossen. Und ich weiß leider nicht, ja. Warum er sich meine Einstellungen nicht so richtig gespeichert hat. Oder ich habe es irgendwie falsch eingestellt. Mit den Debuffs, die er mir da umhingehauen hat, gerade. Muss ich mal abwarten, dass die mir hier nochmal ein Zeug reinhauen. Ja, es bleibt da oben. Das ist natürlich blöd. Oh Gott, wie habe ich das denn gemacht eigentlich? Das war normalerweise untereinander. Oder nebeneinander? Ich pack's erstmal daneben. Muss mir das denn nochmal bei meinem Paladin angucken, wie ich das da eingestellt habe. Ich muss näher ran. Nebeneinander ist auch Quatsch. Daher mein Fokus. Bin ja auch doof. Kommst du erstmal hier drüben hin? Und nach oben wachsen, bitte. So, hey, ich pack's jetzt erstmal über den Fokus. Wird schon passen. Besser als da oben irgendwo, wo es nicht hingehört. Gut. Aber warum ich jetzt diesen Schlüssel gefunden habe, ist mir natürlich noch ein kleines Rätsel. Öffnet den Felshetzer-Käfig. Aber hier habe ich den jetzt erstmal nicht erblickt. Das Problem ist, die gibt es natürlich auf beiden Seiten. Oder? Ne, das ist Getreide. Würde. Ne, die gibt es nicht auf beiden Seiten. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht finde ich den Käfig noch. Aber denn nu? Ihr hört das zum Glück nicht. Nur wenn ich vielleicht rede. Es war eine sehr krumme Bohrmaschine. Ich werde mir eine neue kaufen. Wie gesagt, hier DDR-Plattenwände. Da hilft keine Bohrmaschine. Da hilft nur der gute alte Bohrhammer. Oder auch Schlaghammer. Mit allem anderen kommst du hier nicht weit. Das muss fetzen, da muss es, ne, das muss bis zum nächsten Ort zu hören sein, dass man ein Loch bohrt. So, hier sind Käfige, Felshetzer-Käfig. Hier werden die Viecher auch höher, Stufe 10 schon. Ja, ich weiß nicht, aus Reichweite bin. Also jetzt fängt so langsam wahrscheinlich der Bereich an, wo ich wieder ständig verfehle oder pariere. Also die Gegner parieren. Wie komme ich denn hier durch? Warum seid ihr hier so viele? Ich möchte zu eurem Käfig und gucken, was da drin ist. Und das ist eine Truhe, okay? Die müssen wir auch mitnehmen. So. Vielleicht ist das nämlich dieser komische Drehnei. Was haben wir da? Ein Wasserfass. Was ist denn hier drin gefangen? Okay. Was ist, wenn ich dich rette? Gibst du mir ein... Wie jetzt? Der greift mich an. Was ist das denn? Das ist ja sehr dankbar hier. Erstmal mich angreifen. Dass er einen Quest droppt oder sowas. Oh, der Stufe 10. Warum hat das Vieh so viel Leben? Und geil, dass der Bärengeräusche macht. Na geil. Dafür finde ich einen Schlüssel?
Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da muss es doch noch einen besseren Käfig geben, oder? Darf ich nochmal? Merkwürdig. Gut, also wir schnetzen uns hier aber nochmal durch zur Truhe. Man weiß ja nie, was Schönes drin ist. Vielleicht doch mal was mit Leder für uns. Das wäre ja eigentlich mal ganz nett. Oh, Muster. Rote Leinenrobe. Habe ich leider nichts von. Taschen wären nicht schlecht. Muss auch ein bisschen dranhalten. Heiltränke, Übungsschwert. Ah ja, Standardkram eben. Ah komm, ja gut, dann mache ich dich noch. Ah, jetzt kommen noch zwei. Gut. So, dann decken wir mal den Strand auf. Den Morgentauschstrand. Vielleicht entdecken wir ja jetzt noch was Schönes, aber ich fürchte nein. Ah, ist das toll mit dem jetzt nicht mehr fahrenden Hintergrund. Echt toll. Ja, und hier oben sehen wir schon unser nächstes Questgebiet. Hier ist nämlich der Übergang zur Blutmythos-Insel. Aber es wird noch einen Moment dauern, bis wir da sind. Haben noch hier genug zu tun. Und ich muss euch leider noch die Exoda antun. Ja, einmal Stadtrundgang. Das lässt sich nicht vermeiden. Und da war ich schon ewig nicht mehr drin. Ich sag, da gibt es auch nichts Außergewöhnliches zu verpassen. Normalerweise alles so an Händlern, wie man es aus anderen Städten kennt. Kann ich da überhaupt reinklicken? Nee. Weiß das, was... vielleicht, weil ich es noch nicht aufgedeckt habe. Das, was Klassik kann? In die Hauptstadt reinklicken, geht bei der Exo da natürlich nicht. Ah, jetzt hat er es. Was habe ich gemacht? Halt! Da! Also wie gesagt, alles hier so in drei so Ebenen. Man kann auch zwischendurch laufen, also... Passt schon. Aber das zeige ich euch dann im Detail, wenn wir da sind. Wir werden da eh reingeschickt werden mit irgendeinem Quest. So, das hier wird jetzt ein bisschen knapp werden. Mit der Küste. Ist hier der kleine Drenai? Nee. Das ist ein normaler Weg. Ja. Schade. Ja, und die anderen beiden Quests, also Blutelfenbandit und junger Drenai, das muss ich dann mal bei Wowhead nachlesen. Wo die sein sollen und was ich dafür tun soll. Guss Würde verfügbar. Das ist wohl ein... Hier, Mugugula. Ein Named Murloc. Ja, du bleibst natürlich stehen. Gut, wir müssen Getreide sammeln. Das ist die letzte Aktion für heute. Das sollten wir in den 10 Minuten noch schaffen. Bis dann ist dann auch wieder der Ruhestein aktiv. Dann passt das ja ganz gut. Auch wenn es Quatsch ist natürlich, weil ich muss die Quest ja nicht dort unten abgeben. Aber wenigstens ausloggen will ich mich da. Weil der Ruhebonus jetzt schon fast aufgebraucht ist. Gut. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss mal was rausschmeißen hier. Was nicht so wertvoll ist, kann weg. Wovon ich auch noch nicht so viel habe. So. Eigentlich war ich der Meinung, dass hier auch Getreidesäcke rumstehen, aber irgendwie nicht. Wo ist denn der andere jetzt hingelaufen? Ich brauch dich. Da hinten.
Ich weiß nicht, alle hinterher. Wir müssen auch nochmal wieder zurückkommen, normalerweise. Boah, pariert, verfehlt. Geil. Sollte es mir auch besser gehen als in Klassik. Hui. Oh, leider ist die 2 an. Schade. Das wär's gewesen. Ich sag doch, hier glänzt so ein Getreidesack rum, sag ich doch. Schießen wir uns jetzt gegenseitig, dann könnte es länger dauern. Oh, ein Messer. Das ist zu weit entfernt. Dolch. Ein gesprungener Kurzbogen. Ah, Leute, wo ist der Murloc hingelaufen? Warum läuft er bis ans Ende? Ist doch nicht sein Ernst. So, jetzt haben wir die Getreidesäcke auf jeden Fall zusammen. Jetzt muss ich noch den Murloc finden. Der weggelaufen ist vor mir. Ja, der läuft auch bis hier ans Ende. Hier, wie gesagt, der Weg ist ja eingezeichnet. Wo ist er denn hin? Kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Wenn der ins Wasser gelaufen ist, ne? Das kann nicht wahr sein. Warum ist der weg? Der war die ganze Zeit. Was ist die ganze Zeit? Aber er war auf jeden Fall vor mir. Hier liegt ein toter Murloc rum. Das ist nicht gut. Warum seid ihr so aggressiv? Weil der wird doch nicht ins Wasser gegangen sein. Kacke. Hätte ich den mal gleich machen sollen, als ich ihn erblickt habe. Das ist natürlich blöd jetzt. Echt blöd gelaufen. Also mir ist hier kein anderer Mitspieler aufgefallen. Aber dass er sich in Luft auflöst? Hm. Das ist schon blöd. Ich brauche den natürlich. Jo, jetzt bohrt es wieder. Toll. Das klang aber auch nicht besser. Ah, verdammt, ey. Ich glaube, irgendjemand hat ihn getötet. Na toll. Gut, wir gehen nochmal den Weg. Zack, wird nicht aus dem Wasser kommen. Ach, Mann. Das ist echt doof. Ah, verfehle ich auch noch. Wo bist du, kleiner Murloc? Ich brauche dich. Die dramatische Musik passt gerade so nicht wirklich dazu. Also hier ist auf jeden Fall ein Respawn. War leider nicht vom den tollen Murloc, den ich brauche. Ach Mann.
Hätte so ein schönes Ende werden können, aber zum Schluss ist doch noch ein bisschen Verzweiflung hier drin. Wie gesagt, da ist er. Ah, danke. Wo auch immer du dich versteckt hast, aber ich denke mal, der ist jetzt respawned irgendwie. Der wird sich ja nicht irgendwo hier versteckt haben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber gut. Haben wir doch noch ein Happy End hier. Die Feste ist auch nicht sehr weit weg. Einmal das Quest starten, annehmen. Und dann wandern wir hier fix rüber. Wieder zur Tannenruffeste die Quests abgeben. Und dann denke ich mal, werden wir noch als Folgequest die Feste an sich bekommen, natürlich. Dass wir da rein müssen. Und dann ist halt nur die Frage mit den anderen Quests, die hier markiert sind. Wo ich die denn herbekommen soll. Aber das forschen wir dann in der nächsten Folge nach. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, kleine Katze? Ich habe leider noch keinen Stun-Effekt. Das kommt sicherlich noch. Beim Schamanen. Dass man irgendwie noch einen Zauber bekommt, wen auszunoggen. Das haben eigentlich mittlerweile alle Klassen. Es sei denn, ich erzähle jetzt Quatsch, aber ich hoffe nicht. So, großes Quest abgeben, das würde nochmal wahrscheinlich ein Level-Up bedeuten. Bei den ganzen Erfahrungspunkten hier. So, einmal die Würde abgeben, das bekommt. Ja, das ist gut. Beweglichkeit, Ausdauer, wilde Gamaschen. Ansonsten eine Robe. Und Hosen. Oh, die Robe ist auch schick. Gamaschen ändern natürlich hier optisch hier gar nichts. Das gab jetzt schon Level-Up, wow. Das ist krass. Und Stoffgürtel. Nochmal Ledergürtel. Was soll der Blödsinn? Könnt ihr euch mal bitte absprechen? Warum kann es nicht einen Ledergürtel geben? Oh, na toll. Ja gut, das ist eher hier natürlich Schurke. Da ist nur Wirklichkeit, aber Wirklichkeit Ausdauer ist auch viel besser. Na toll. Das verstehe ich nicht, warum man zweimal Lederhosen kriegt. Mit den gleichen Werten drauf und die anderen sind sogar besser, weil da nun mal Ausdauer drauf ist. Das ist doch echt mies. Gut, Folgequests. Einmal sucht in der Tannenruffeste logischerweise nach Hinweisen. Und der neun wahnsinnige Wilde King und den Häuptling. Ja, genau, da sind Eulen drin. Und wieder gibt es einen Ledergürtel. Ah ne, Quatsch, Entschuldigung, das waren Lederhosen. Gibt einen Ledergürtel. Gut, der hat 10 Rüstungen mehr, aber warum hat der nicht wenigstens irgendwie Willenskraft oder keine Ahnung was drauf? Na gut, das ist da drin, das ist da drin, das ist das. Dann nehmen wir, wie versprochen, den. Und räumen noch ganz schnell unser Inventar auf. Ich mag jetzt hier nicht runterlaufen. Dann laufe ich wieder lieber hoch in der nächsten Folge und starte von da dann die Folge. So, ja, reparieren war hier, glaube ich, irgendwie nicht so der Fall. Bei Level 13 was Schönes. Sieht nicht so aus. Ne, dann erst wieder mit 14. Tschüss. Seid herzlich gut, nehmen wir dich. Gefällt euch etwas? Das Rezept brauche ich leider nicht. Den Schlüssel lasse ich erstmal drin, man weiß ja nie, was da noch in der Feste kommt. Und dann, ja, war es das soweit. Erste Hilfe habe ich nichts, Kochkunst ist auf 40. Kann ich den hier auswählen? Das Ende der Legion rückt näher. Nee. Okay, machen wir in der Hauptstadt dann. Hier fehlen mir 2 Punkte, da fehlen mir schon auch noch 6. Und Post hatten wir nicht. Gut, ich denke mal, das war ganz erfolgreich. Wie gesagt, wir sind jetzt Stufe 13. Ja, das ging doch echt super. Ja, also ich bin jetzt hier klein, süß, verträumt in der Ecke zu finden. Ich hoffe, es gefällt euch auch so. Also mir gefällt es auf jeden Fall.
Ja, wenn ihr der Meinung seid, ich soll mich hier irgendwo anders positionieren oder keine Ahnung, ja, lasst es mir in den Kommentaren da, für vor allem die, die jetzt noch zuhören an der Stunde. Ja, aber ich find's cool, dass das so reibungslos funktioniert mit Nvidia Broadcast. Ja, cooles Programm auf jeden Fall, was mit OBS wunderbar zusammenarbeitet, auch wenn das Groß und Klein machen ein bisschen, ja, sich ein bisschen stört, aber gut, das kriege ich vielleicht auch noch irgendwie raus, dass man das ändern kann, dass das irgendwie reibungsloser funktioniert, wenn ich auf den großen Bild umswitche. Ansonsten würde ich sagen, bleiben wir in Zukunft einfach klein. Und wie gesagt, mich stört's nicht. Und ansonsten Feedback hier unter das Video. Dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war die vierte Folge von Cataclysm Classic. Wie gewohnt gibt's dann erstmal wieder ein paar Folgen von meinem Paladin. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal hier bei meinem Channel Gamepad.